Liter und Milliliter. Du erinnerst dich? Ein Liter sind genau 1000 Milliliter. Oft sprechen wir aber nicht nur von einem Liter, sondern auch von einem Viertel, einem halben oder dreiviertel Liter. Und genau das wollen wir uns heute genauer anschauen. In meinen Messbecher passt genau ein Liter Wasser, also 1000 Milliliter Wasser. Diesen Liter Wasser teile ich nun in genau vier gleich große Teile. Das sieht dann so aus. Zusammen ergibt es 1000 Milliliter Wasser. Wenn wir uns einen Teil anschauen, wie viel ist dann ein Teil? Ein Teil sind 250 Milliliter, denn du musst dafür die 1000 Milliliter durch 4 teilen. Wir schauen uns das im Messbecher an. Der Messbecher ist nun zu einem Viertel gefüllt. Das heißt, ein von 4 Teilen ist mit Wasser gefüllt. Es sind, wie du eben erfahren hast, 250 Milliliter. Wenn wir von 250 Millilitern sprechen, dann ist das auch ein Viertel Liter. Denn du hast den Liter in 4 Teile geteilt, aber nur ein Teil davon gefüllt. Wir füllen wieder etwas Wasser nach. Es kommt noch ein Viertel obendrauf. Vorher hatten wir 250 Milliliter und wenn wir noch einmal 250 Milliliter draufgießen, dann kommen wir auf genau 500 Milliliter. Und wenn wir von 500 Millilitern sprechen, können wir dazu auch ein halb sagen. Denn du teilst den Messbecher in zwei gleich große Teile und füllst einen Teil davon mit Wasser. Du kannst es dir auch anders vorstellen. Wenn du den Messbecher in diese vier Teile teilst und zwei von den Teilen auffüllst, dann hast du auch zwei Viertel Liter Wasser. Ein halber Liter ist genauso viel wie zwei Viertel, aber in der Sprache benutzen wir meistens ein halb. Wir füllen weiter auf. Es kommt noch ein Viertel Wasser dazu. Eben hatten wir noch 500 Milliliter Wasser. Wir haben ein Viertel dazu gefüllt, also haben wir nun 750 Milliliter Wasser. Und wenn wir von 750 Millilitern sprechen, können wir dazu sagen 3 Viertel Liter. Denn auch hier haben wir den Liter in 4 Teile geteilt, aber nur 3 Teile davon mit Wasser gefüllt. Deswegen 3 von 4 Teilen. Nun kommt noch mal ein Viertel obendrauf und wir haben den Messbecher wieder voll. Du erinnerst dich, der volle Messbecher umfasst genau 1000 Milliliter oder ein Liter. Wenn du noch mal diese 4 Teile anschaust und dich an vorhin erinnerst, dann stellst du vielleicht fest, dass wir jetzt 4 von diesen 4 Teilen gefüllt haben. Deswegen kannst du hier, wenn du möchtest, auch von 4 Viertel Liter Wasser sprechen. Nochmal im Schnelldurchlauf. 250 Milliliter sind ein Viertel Liter.
500 Milliliter sind ein halber Liter. 750 Milliliter ist ein Dreiviertel Liter. Und du weißt es sicher noch, 1000 Milliliter sind genau ein Liter. Wir schauen uns das nochmal an Beispielen an. In mein Glas Wasser passen 250 Milliliter. Weißt du noch, wie viele Liter das sind? Es ist ein Viertel Liter. In mein Trinkpack passen 500 Milliliter. Weißt du noch, wie viele Liter es sind? Es ist ein halber Liter. In meine Wasserflasche passen 750 Milliliter. Weißt du noch, wie viele Liter es sind? Es ist ein Dreiviertel Liter. Und in meine Milchflasche passen genau 1000 Milliliter. 1000 Milliliter, daran erinnerst du dich sicher, sind genau ein Liter.